Bruderherz, ich bin stolz auf dich. Hallo Tabea. Hi. Schön, dass du da bist. Erzähl mal kurz, wer ist dein Bruderherz? Mein kleiner Bruder ist Benjamin Hendrichs und ich nenne ihn eigentlich nur Benny. Benny, gibt es noch andere Kosenamen für ihn oder nur Benny? Keinen Kosenamen, aber er hat einen ghanaischen Namen und das ist Parkwisi, das heißt der Sonntaggeborene. Wow, wirklich? Ja. Richtig schön. Und hast du auch einen? Ja, ich heiße Eravna, das heißt Dienstaggeborene. Echt? Ist es grundsätzlich so, dass man Kinder dort, also dass man das mit Wochentagen verbindet? Da, wo meine Mama herkommt schon, also aus dem Ort, wo sie herkommt. Ah, interessant. Und ich habe gelesen, dass du auch in Ghana geboren bist. Wie kam es, dass du dort geboren bist und Benjamin in Deutschland? Meine Eltern haben sich in Ghana kennengelernt. Ah, okay. Und die romantische Version ist, mein Papa ist damals hingeflogen, um Gold zu suchen, hat aber einen viel größeren Schatz gefunden als meine Mama. Und dann bin ich da geboren und dann wollten die aber, also mein Vater wollte wieder zurück und hat dann meine Mama mitgenommen. Und dann ist Benny in Bocholt geboren. Bocholt, Weltstadt, ne? Wo ist das genau? Bocholt ist Richtung Holland, da an der Grenze. Irgendwo. Okay, schön. Gut, du bist die ältere Schwester, du bist ja nicht viel älter, oder? Zwischen euch liegt ja nur ein kleiner Abstand, oder? Ja, 2 Jahre. 2 Jahre, ja. Okay. Und dann lass uns doch vielleicht mal in der Kindheit bleiben. Wann oder wie bewusst hast du als Kind mitbekommen, dass er Lust auf Fußball hatte oder dass Fußball so zum Thema wurde? Oh, ich weiß nur noch auch mehr von Erzählungen, dass Bennys allererstes Fußballtraining war mit ein paar Jungs aus dem Kindergarten. Und als es ums Aufwärmen ging ohne Ball, hatte Benny total Spaß und sein Freund überhaupt nicht. Und als dann der Ball dazu kam, hatte Benny keine Lust mehr, aber sein Freund. Und dann ein paar Jahre später, glaube ich, haben wir es nochmal probiert und dann war das komplett klar, so Benny und Fußball kann man nicht mehr trennen und er hat ja früher noch in Ports gespielt und die hatten so einen Verein, der auch die Familie sehr eingebunden hat. Ich weiß, es gab einmal so ein Soccer-Robics-Camp, wo wir dann alle dabei waren und selbst die Eltern mitgemacht haben und dann ging das ja auch relativ früh schon los, dass Benny dann gesichtet wurde und dann hieß es zu pendeln immer. Aber wenn ihr als Familie involviert worden seid, hast du dann selber auch gespielt? Also bist du dann selbst auch mal am Ball und musstest du auch mit ihm, ich meine, ich weiß nicht, wo ihr gewohnt habt, ja, aber dass du mit ihm auch in den Garten musstest und dann er gesagt hat, komm, dann spiel jetzt mit mir, dann hier, weil ich meine, Fußball kann man auch ein bisschen dribbeln und den Ball jonglieren, aber eigentlich... Also wir sind mit sehr vielen Kindern in der Nachbarschaft aufgewachsen, hatten auch direkt hinter unserem Gemeinschaftsgarten dann so einen großen Bolzplatz und da waren immer alle möglichen, also ich musste jetzt nicht zwingend mitspielen, aber ich weiß, ich hatte auch meine Fußballphase und habe mit meinen Freundinnen auch ein eigenes Fußballteam gegründet. Hattet ihr einen Namen? Ja, wir hatten einen Namen, aber ich bin nicht mehr ganz sicher. Es war auf jeden Fall an die Wilden Kerle angelehnt. Also die Wilden Kerle war mein Lieblingsfilm. Okay, und deine Inspirationsquelle für den Namen auch. Okay, verstehe. Und dann, was hast du denn dann? Also wenn der Benjamin die ganze Zeit im Fußball hinterher gelaufen ist, wie ist es bei dir gewesen? Hast du irgendeinen Sport gemacht? Ich habe als Kind verschiedene Sportarten gemacht. Ich habe Leichtathletik gemacht, habe geturnt und getanzt auch jahrelang und dann irgendwann das fallen lassen, weil es einfach nie so intensiv war wie bei Benny. Weil bei Benny war ja ganz klar immer eine Linie, so Fußball ist Leben und Leben ist Fußball. Aber es gibt ja nicht nur das eine oder das andere. Also du hättest ja trotzdem, weißt du, man muss ja nicht alles immer zu 100%, man kann ja auch etwas 30% oder 50% machen und trotzdem, weißt du, dass es angenehm und schön ist, oder? Ja, war für dich? Also du machst jetzt gar keinen Sport oder so? Doch, ich studiere auch Sport. Ich studiere Sportjournalismus und allein vom Studium her haben wir da viele Praxiskurse, wo wir dann auch verschiedene Sportarten selber ausüben müssen.
Und ich bin sonst eher so Richtung Fitnessstudio, würde aber gerne wieder anfangen zu tanzen. Aber in meinem Alter ist das immer ein bisschen schwieriger, dann irgendwo reinzukommen, wo die Gruppe sich schon jahrelang kennt. Und überhaupt erst ins Tanzen wieder reinzukommen. 22, oder? 23. 23 jetzt, okay. Ja. Aber so alt bist du noch nicht. Also du kannst wohl ohne Probleme da nochmal reinkommen, oder nicht? Also, ja, aber es kostet ja erstmal Überwindung, dann sozusagen, okay, ich gehe jetzt doch wieder in die Tanzschule und dann kommst du erstmal nicht hinterher mit den Choreos und. Aber du machst es ja für dich. Ja, mal gucken. Okay, aber das ist eine Idee, aber bleib da vielleicht einfach dran. Wie war das denn? Also ich möchte natürlich auch über dich sprechen. Du hast gerade erzählt, dass du Sportjournalismus studierst. Wie kamst du darauf? Also war das schon, hattest du das länger schon vor Augen oder hat sich das erst ergeben und hat es vor allem irgendwas mit deinem Bruder zu tun oder hast du das losgelöst von ihm entschieden oder hat dich das Ganze unbewusst beeinflusst? Als erstmal, wie kam ich darauf? Tatsächlich hatte ich erstmal gar keine Ahnung nach dem Abi, was ich machen will, weil so viele Möglichkeiten, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Deswegen habe ich erstmal eine Weltreise gemacht nach dem Abitur. Wo ging es hin? Ich bin von Thailand auf die Philippinen, nach Australien, Chile, Peru und dann USA. Wow. Ja, also knapp, also nicht ganz ein Jahr, ich glaube 10, 11 Monate war das. Und ja, in der Zeit habe ich mir dann Gedanken gemacht und mir überlegt, eigentlich bin ich ja sehr sportaffin und habe auch also keine Leidenschaft, aber ich schreibe auch wirklich gerne. Und dann habe ich das mal ausprobiert, Praktikum zu machen beim Kölner Stadtanzeiger und da dann gemerkt, okay, so der klassische Journalismus an sich ist jetzt nichts für mich. Aber ich würde schon gerne so in die Richtung gehen, vielleicht auch was Social-Media-mäßiges machen oder PR. Und da ist ja ein Journalismusstudium dann auch wirklich hilfreich. Und okay, so hat sich das dann ergeben. Gut, aber siehst du dich da auch irgendwie in Verbindung mit deinem Bruder oder gar nicht? Dadurch, dass Benny Fußballer ist, habe ich natürlich andere Möglichkeiten zu netzwerken. Und das nutze ich auch gerne aus dann, weil alles andere wäre ja Quatsch. Aber es ist schon ein Vorteil, wenn man weiß, okay, man kann halt auch manche Leute direkt ansprechen, wo ein, ich sag mal, normaler Sportstudent jetzt nicht so rankommt. Das heißt, du, also so wie du es gerade beschrieben hast, du siehst es einfach als positives Geschenk. Ja, natürlich. Okay. Auf jeden Fall. Ja, es gibt ja auch Leute, die sagen so, ey, muss ich immer so in Verbindung mit meinem Bruder oder, weißt du, also es gibt ja auch eine, könntest ja auch anders darüber reden. Ja, es gibt auch, also ich gehe jetzt nirgendwo hin und erzähle direkt so, hi, ich bin Javier und mein Bruder ist Bundesligaspieler, das ist es jetzt nicht, aber oft wissen das viele Leute und dann erzähle ich auch gerne davon, ich bin ja auch stolz auf meinen Bruder. Und ich weiß ja auch, dass was es gekostet hat, dahin zu kommen und dass er ohne die Familie, ohne uns nicht da wäre, wo er jetzt ist. Und ich weiß, dass das nicht nur sein Verdienst allein ist, sondern von uns allen der Verdienst. Deswegen erzähle ich das auch gerne. Aber ich hatte auch eine schwierige Phase, weil ich irgendwann dann in der Pubertät auch gemerkt habe, so, ich werde gar nicht mehr als eigene Person wahrgenommen. Ich bin nur noch die Schwester von. Ich bin nicht mehr Tabea. Und da hatte ich auch mit zu kämpfen. Hast du ihn das spüren lassen? Oder er deinen Eltern? Also wo hast du das rausgelassen, das Gefühl? Ich glaube, Benny hat das gar nicht so mitbekommen. Weil er nicht da war? Nee, weil ich das gar nicht auf den so geschoben habe, weil da sehe ich mich wieder in der Verantwortung der älteren Schwester. Ah. Das ist ja mein kleinerer Bruder. Ich kann ihn ja nicht damit belasten. Ah. Ich bin ja dafür da, um ihn zu beschützen vor allem. Und ich glaube, ich habe das viel mit Gesprächen mit Freunden und ich hatte auch zu dem Zeit einen relativ guten Mentor, also eine ältere Bezugsperson, die mir da auch sehr geholfen hat, wo ich dann auch gemerkt habe, so ja, okay, das passiert mehr in meinem Kopf als in meiner Umwelt. Okay. Ich habe nur mitbekommen, dass der Benjamin der Mama ein großes Danke aussprechen wollte und ihr ein Auto geschenkt hat. Und
hat es dann irgendwie, glaube ich, so beschrieben, von wegen, sie ist mit mir mal Bus gefahren, hat mich überall hingebracht mit dem Bus und das ist mein Dankeschön, was ja total süß ist. Musstest du da auch oft mit? Also ja. War das so eine Dreierbustour? Und zu ja, Training? Das war eine Dreierbustour. Manchmal war es auch eine Zweierbustour, weil auch meine Mama dann nicht konnte. Mein Papa hat zu dem Zeitpunkt im Ausland gearbeitet und ist immer gependelt zwischen Finnland und Deutschland. Und meine Mutter hatte zu dem Zeitpunkt noch keinen Führerschein und es war auch schon eine schwierige Zeit. Aber im Endeffekt hat es sich gelohnt. Wenn du sagst schwierig, also weil das einfach organisatorisch schwierig, weil man einfach, das, ich meine, der hatte wahrscheinlich unfassbar viele Trainings, oder? Also man musste da innerhalb einer Woche ziemlich viel abdecken und immer wieder. Das ist schon schwierig, weil wir in Ports gewohnt haben. Benni aber in Leverkusen zur Schule gegangen ist und in Leverkusen trainiert hat und es immer so eine Strecke war. Und ich erinnere mich auch einmal, als mein Papa auch im Ausland war und Benni ein Turnier hatte. Wir mussten uns am Parkplatz 10 treffen, am Chempark. Und meine Mutter und ich hatten vergessen, dass die Uhr umgestellt wurde. Und wir waren einfach eine Stunde zu spät da. Aber in Bennys Augen war ich schuld, warum auch immer. Und ja, solche Sachen bleiben dann auch in Erinnerung. Wie alt war er da, wo er da so alleine standen hat? Boah, das nee, der hat nicht auf uns. Also wir waren zu dritt alle zu spät da, aber er hat trotzdem mir die Schuld dafür gegeben. Okay. Weil ich habe gedacht, ihr wolltet ihn abholen oder irgendwie. Nee, okay, wir wollten alle zusammen dahin fahren. Ja. Habt ihr denn in einem Zimmer oder hattet ihr beide euer eigenes Zimmer? Oder? Wir hatten eine Zeit lang zwei Zimmer, aber wir haben uns beide Zimmer geteilt. Also wir hatten ein Spielzimmer und ein Schlafzimmer und irgendwann haben wir das dann aufgeteilt. Dann hatte jeder ein eigenes Zimmer. Okay. Und habt ihr einen ähnlichen Musikgeschmack? Habt ihr Songs, die euch verbinden? Hast du einen Song, kannst du einen Song nennen, wo du denkst, das ist unsere Hymne, so das ist nur, wenn wir den hören, so das ist mein Bruder und den fühle ich dann? Also jetzt nicht ein Song, aber wir hören schon dieselbe Musik und ich bin da eher so ein bisschen faul, also ich klaue immer Bennys Spotify-Liste. Okay, aber ist doch. Hatte er irgendwelche besonderen Poster an der Wand? War er von irgendwas Fan? Poster, das ist eine gute Frage. Ich kann mich da nicht dran erinnern. Also ich weiß nur noch die Zeit, in der Helden. Er so... Wow. Vorbilder im Fußball? Gerade im Fußball gab es nicht so einen Spieler, wo er dachte so, wow, das ist mein Mann. Also ich weiß, dass er bei Leverkusen dann als Vorbild wirklich Bernd Schneider hatte. Und ich erinnere mich auch noch an ein Foto, wo er Bernd Schneider einmal getroffen hat. Ich glaube, das war sogar an der Sporo damals. So kommt alles wieder zusammen. Wo der irgendeinen Test hatte und irgendein Bekannter kannte den und dann konnte Benny den treffen. Und das war schon ein echt besonderer Moment für den. Und sonst bin ich gar nicht sicher, wer so seine fußballerischen Vorbilder sind. Und wie sah es auf dem Essenstisch aus? Habt ihr euch Sachen weggegessen? Habt ihr Sachen, gibt es ein Lieblingsessen, was euch verbindet oder was ihr euch von der Mama wünscht oder vom Papa wünscht? Habt ihr beide Küchen zu Hause? Also die Mama hat gekocht und also was habt ihr? Ja, wir haben bei uns ist immer unterschiedlich. Also bei uns kommen auch immer gerne alle Leute zum Essen, weil bei uns gibt es auch meistens viel zu viel zu essen, weil wir immer Besuch erwarten. Ja, meine Mama kocht halt wirklich lecker, lecker Ganache. Und mein Papa kocht aber auch sehr gerne und auch sehr lecker. Besonders die Bolognese von meinem Papa. Beste Bolognese, die es gibt. Naja, da könnte man jetzt ein Battle austragen. So, klar, man ist gut. Und jetzt ja, also ich meine, bei deinem Bruder ist es ja schon so sehr jung, sehr viel Fußball. Hat er dir irgendwann gefehlt? Hast du das Gefühl gehabt, dass du ihn vermisst, weil er so viel mit dem Fußball zu tun hat? Oder war das für dich okay? Nee, für mich war das voll okay, weil ich komplett mit einbezogen wurde. Ich habe ja dann auch irgendwann selber nicht mehr irgendwelche Sportarten verfolgt und war immer mit dabei auf den Hallenturnieren und bin ja selber durch Bennys Fußball auch damals schon, sagen wir, relativ viel rumgekommen. Und ich meine, in der Jugend
hängt man jetzt auch nicht nur auf seinen Geschwistern rum. Also ich habe mein Ding gemacht, er hat sein Ding gemacht, wir haben uns zu Hause gesehen und ich wurde mit eingebunden. Also wir hatten eigentlich immer ein relativ gutes Verhältnis und deswegen hat er mir jetzt auch nicht irgendwie gefehlt oder so. Aber wenn du sagst, dass du immer dabei warst, hast du eine besondere Aufgabe gehabt? Warst du sowas wie seine mentale Stütze oder hast du ihn motiviert, ihn beruhigt? Also ja, sag mal. Also wenn, dann war ich, glaube ich, eher diejenige, die die Fotos und Videos machen musste, weil mein Papa dann irgendwann keine Lust mehr hatte, sich mit der Technik zu befassen. Aber ich, also für Benny war es, glaube ich, einfach nur wichtig, überhaupt Familie da zu haben und zu wissen, so, der ist nicht allein und dass immer irgendwer dabei ist. Hat er mal über Gefühle gesprochen? Also meiner Vorstellung, wenn ich auf so einen Platz gehe, ja, und da sind Tausende von Fans, so, was das für ein Gefühl ist. Hat er das mal beschrieben? Also ist das nicht unfassbarer Druck auch? Ich meine, er ist ja auch sehr jung. Also hat er mal was dazu gesagt, wie er damit umgeht? Oder? Also er hat auch schon, nach dem seinem Debüt, was er in Dortmund gemacht hat, was ja auch noch ein Riesenstadion ist, hat er schon erzählt, wie aufgeregt er gewesen ist und wie dankbar er auch einfach war und dann vorher gebetet hat und auch hibbelig war und dann, aber sobald er auf dem Platz war, das vergessen, weil dann ging es nur noch um Fußball und dann ist das drumherum, zählt nicht mehr. Glauben es bei euch spielt eine wichtige Rolle. Ne? Ich habe auch gesehen, dass er den Papst getroffen hat. Das war bestimmt ein besonderes Erlebnis für ihn, oder? Ja, schon. Wobei, wir sind freichristlich und glauben gar nicht so, ich sag mal, an. Also für uns ist ein Unterschied zwischen Glauben und Religion, weil ich würde mich jetzt nicht als religiös bezeichnen, ich glaube aber an Gott und bei Freichristlichen ist es halt ja anders. Also du hast ja gerade gesagt, dass er zum Beispiel beten tut von einem Spiel oder das ist ja schon etwas, was nicht jeder macht oder was auch. Bezieht er schon auch Kraft raus, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Also, was ich damit sagen wollte, ist, es ist nicht wie, ich sag zum Beispiel bei den Katholiken, dass man jetzt, gesündigt hat und dann sagt man 10 Ave Marias, sondern wir glauben halt tatsächlich an eine, ich meine, der Mensch an sich ist so, man wird immer sündigen, aber wir glauben tatsächlich an eine persönliche Beziehung mit Gott und sind auch sehr stark im Glauben und man merkt es auch alleine an unserem Auftreten und ich glaube, selbst in unserer Kleidung, weil wir ganz viele so Hoodies und T-Shirts haben mit Jesus-Aufschrift oder Pray und das auch gar nicht verstecken und das auch wirklich so öffentlich machen und darauf wirklich sehr viel Kraft auch beziehen. Das ist schön, das klingt gut. Wie siehst du denn, habt ihr schon gesprochen, ich meine, die WM steht bald an, wie siehst du Kader, nicht Kader, wie sieht es da gerade aus? Wie sind die Gefühle von Benjamin dazu? Benny hofft einfach weiter und das ist auch ein Thema, wo wir sehr stark das mit dem Glauben verbinden, weil, wie gesagt, die Kraft liegt in Jesus und durch Gott ist alles möglich und deswegen vertrauen wir einfach immer noch weiter darauf und Benny kämpft weiter dafür und trainiert hart dafür, immer noch mit dem Ziel vor Augen, das zu schaffen. Na, drücken wir mal die Daumen, oder? Also, das ist bestimmt auch eine Anspannung. Gerade wenn man so jung ist und so eine steile Karriere hat, dann, wenn es mal so einen Moment gibt, wo es vielleicht mal anders wird, weil man es ja gewohnt ist, dass es immer nur bergauf geht. Und wenn dann mal so ein Dämpfer kommt, oder hast du das Gefühl, dass ihnen das dann mehr zu schaffen macht oder eine große Belastung ist? Oder ist es dann eher, wie geht er damit um? Hast du das Gefühl, hat er noch ein extra Ventil oder macht er das, lässt er das dann beim Training raus oder im Spiel, indem er noch besser wird? Oder? Natürlich ist das Frustrationspotenzial dann echt hoch und gerade bei so jungen Leuten. Aber auch da komme ich wieder zurück auf den Glauben, dass es einfach wirklich den Charakter formt in dem Moment. Und wichtig ist, wie Benny in dem Zeitpunkt damit umgeht, weil wenn er sich jetzt hängen lässt und nichts mehr macht, dann bringt ihn das ja nicht weiter, aber wenn er weiter kämpft und auf Gott vertraut und dafür betet, ihm alles Mögliche, also wenn er alles Mögliche macht, um dahin zu kommen, wo er hin will, dann wird es auch irgendwann eintreten und davon bin ich fest überzeugt. Hast du denn schon die Studienzeit freigenommen für Russland? Bist du in Gedanken schon dort? Ich bin in Gedanken in Russland. Das ist gut, das klingt sehr gut. Ja,
machst du, also unterstützt du ihn dann auch nochmal anders, wenn so solche großen Spiele anstehen? Also ich meine, das sind ja Wettbewerbe, wo wirklich aus der ganzen Welt Spieler eintreffen und auf ein hohes Niveau auch irgendwann Richtung Finale. Also ich meine, es sind alle Mannschaften gut, die Vorqualifikation. Aber gibt es noch etwas, was du unterstützt? Kümmerst du dich um seine Fans auch ein bisschen oder bist du da gar nicht so involviert? Also ich bin relativ aktiv auf Instagram und da folgen mir auch viele seiner Fans und ich habe da auch jetzt schon zweimal was von ihm verlost, einfach um auch ein bisschen was weiterzugeben, weil natürlich bin ich genauso dankbar wie er auch, dass er und wir als Familie da sind, wo wir heute sind. Und ich werde das auch immer unterstützen und egal was kommt, ich bin immer da für Benny. Also zum Beispiel hat er sich ja jetzt einen Welpen gekauft und ist aber jetzt 10 Tage mit der Nationalmannschaft weg, also mit der U21. Und dann bin ich natürlich da und unterstütze den, wo ich nur kann, ob es nur Kleinigkeiten sind. Ja, ich habe gerade einen Hund. Ich habe einen Hund. Benny hat einen Hund. Okay. Ja, sehr interessant. Habt ihr irgendwelche Codewörter oder irgendwas, was nur euch beide verbindet? Hast du irgendwas, wo du denkst, so auch eine besondere Erinnerung aus dem Urlaub oder was ist so ein magischer Moment, wo du denkst, so, wow, wir haben echt ein besonderes Band so als Geschwister? Mir fällt jetzt auf Anhieb nicht so ein Codewort ein oder so, aber wir haben schon ein echt gutes Verhältnis. Ich kann mit dem über viele Dinge reden. Was ich denke, nicht unbedingt normal ist bei Geschwistern, dass die sich so gut verstehen. Und als ich eine schwierige Zeit hatte, habe ich mich quasi bei ihm einquartiert und er hat mich nicht rausgeschmissen. Und das in dem Alter ist ja auch schon mal, ja, ich weiß nicht, was Besonderes, denke ich. Und ich bin auch so ein bisschen in seiner Freundesgruppe mit drin und seine Jungs sind quasi auch meine Jungs geworden. Ihr seid ja auch so nah beieinander, oder? Ihr seid ja gar nicht so alt. Also es ist so wenig Zeit zwischen euren Ozeanen. Total. Wahnsinn. Hast du denn noch, jetzt sind wir ja kurz davor, also wie gesagt, hatten wir ja gerade, drückst natürlich die Daumen, dass er ins Kader kommt, in den Kader kommt und jetzt ist halt die Frage, was wünschst du ihm? Willst du ihm irgendwas Besonderes mit auf die Reise geben, auf den Weg? Ja, ich wünsche ihm natürlich, dass er dabei ist und dass, wenn er dabei ist, dass er auch spielt und zeigen kann, was in ihm steckt, weil ich weiß, was er für ein grandioser Spieler ist. Für mich ist sowieso der beste Spieler der Welt. Und ich hoffe, dass er das auch zeigen kann, das beweisen kann und dafür auch dann im Endeffekt belohnt wird und dass er zum Weltmeister wird. Du hast dich ganz um. Du willst einfach, dass da noch ein Stern mehr drauf ist. Ja. Das ist schon Benny. Benny. Entscheidende Tor auch, oder? Ja, das wäre es. Das durch einen Elfmeter. Und da sind alle Träume erfüllt. Was denkst du denn, wann du mit dem Studium durch bist? Schwierige Frage. also der Plan ist, dass ich noch jetzt ein Jahr mache und das kommt aber darauf an, ob ich jetzt noch ein längeres Praktikum mache oder nicht. Dann wären es 1,5 Jahre noch, also 3 Semester. Okay. Und hast du denn, du bist eigentlich noch offen für alles, oder? Also du klingst eher so, als du hast jetzt schon mal eine erste Entscheidung getroffen, machst das Studium, aber was dann kommt, das ist alles. Also eigentlich habe ich schon einen relativ fixen Plan. Na, erzähl mal, umso besser. Ich würde am liebsten mein Praktikum bei einer Firma machen, ich glaube, die nenne ich lieber nicht namentlich, bei einer Firma machen, wo ich dann hoffe, hinterher übernommen zu werden, also auch im PR-Bereich. Und dann würde ich da gerne 1-2 Jahre arbeiten, um einfach in den Beruf ein bisschen reinzukommen, wirklich auch in der PR und auch im Social-Media-Bereich. Und dann möchte ich schon Kinder kriegen. Also das heißt übermorgen? Gefühlt ja. Also nee, aber es ist schon so, dass man sich mit 23 dann doch andere Gedanken macht als mit 18. Und ich bin totaler Familienmensch. Ich will auch viele Kinder haben. Gibt es einen Partner?
Gerade nicht. Okay, also dann fangen wir vielleicht an. Und wie viele Kinder? Ich hätte gerne 4 Kinder. Und das ist für Deutschland ja schon viel. 4 Kinder? Hast du auf jeden Fall was vorgenommen? Wahnsinn. Wie wollen wir vielleicht, also ich meine, eure Herkunft, Ghana, Deutschland, das ist schon eine Bereicherung, oder? Also wenn man von 2 Kulturen beeinflusst, hast du eine Seite, die stärker ausgeprägt ist? Ja, ich bin halt in Deutschland aufgewachsen, also denke ich, dass die deutsche Seite schon sehr stark ist. Aber ich glaube, was wirklich besonders darin ist, dass wir beide Hintergründe haben, ist, dass ich komplett weltoffen bin, dass ich es liebe, zu reisen, neue Menschen kennenzulernen und da auch gar nicht meine Augen vor verschließe, was ich merke, was viele meiner Freunde haben, die dann eher so eine gerade Spur fahren. Und ist es bei deinem Bruder ähnlich? Nein. Also zum Beispiel habe ich auf meiner Weltreise dann 2 Monate lang in einem Auto gewohnt in Australien. Und das würde Benny im Leben nicht machen. Warum? Das ist einfach nichts für den. Er ist dann nicht so der Abenteurer. Also, aber weil er auch immer so sehr diszipliniert war mit dem Fußball und dass er wirklich ein Riesenbereich seines Lebens ist, dass er gar nicht ja den Drang hatte, sowas ausleben zu müssen. Bist du dann dankbar, dass du das anders leben kannst? Ja, also ich bin auf jeden Fall dankbar, dass ich mein Leben bisher so leben konnte, wie ich es leben konnte. Und für mich wäre das auch nichts gewesen, wäre ich jetzt in der Position von Benny, weil ich auch nicht der Typ dafür bin. Weil ich auch nicht so stark bin wie Benny und das nicht so ausgehalten hätte wie er. Denkst du, das ist eine Musik? Also ich meine, das ist ja sehr viel Monotonie, ne? Und Disziplin auch. Also du hast ja ziemlich oft das im gleichen Alltag. Also die Trainings und ja, das nachvollziehen. Andererseits ist es natürlich auch ein Vorteil, weil du weißt schon in einem jungen Alter, was dein Ziel ist. Du weißt genau, wo du hin willst und kannst darauf hinarbeiten. Und bei, ich sag mal, normalen Jugendlichen ist es dann so, nach dem Schulabschluss, nach dem Abi, stehen dir erstmal so viele Türen offen, du bist komplett verloren und weißt gar nicht, wohin mit dir. Und dann kommt man in dem Alter in so eine Identitätskrise und hat Angst irgendwie, sich für eine Sache zu entscheiden. Und bei Benny war es halt von vornherein immer klar, da gab es gar keine Option. Hast du auch gespürt, ich meine, es gibt ja viele Kinder, die Träume und Wünsche haben. So, hast du aber gespürt, dass er sich unterscheidet und dass er was Besonderes ist? Immer. Immer? Wieso? Ich habe immer, irgendwie war das in mir, nicht nur, dass ich mir gewünscht habe oder daran geglaubt habe, sondern für mich war das klar, für mich war das sicher. Benny wird auf jeden Fall Fußballprofi. Und ich habe auch immer so geredet. Und ich denke, dass das auch wieder auf unseren Glauben zurückzuführen ist, dass das einfach, ja, wie schon so eine Bestätigung von Gott war, so, es wird auf jeden Fall eintreffen. Und Leute haben mich immer belächelt und gedacht, ja, du bist ja die Schwester und du hast ja gar keine Ahnung von Fußball. Und das war mir total egal, weil ich wusste, es wird eintreffen. Und im Endeffekt... Gehst du jetzt so durch die Gegend? Nee, das nicht, aber... Ich denke mir einfach so, okay, ich habe mich nicht beirren lassen und ich bin fest in meinem Glauben. Und für mich war das klar. Und genauso kann ich jetzt auch an weitere Situationen gehen, wie zum Beispiel die WM, dass ich in meinem Kopf wirklich weiter dran glaube und dass es dann möglich ist. Wow. Dann vielen, vielen Dank, dass du hier bist oder hier warst. Und dann drücken wir alle gemeinsam die Daumen, dass er das noch reinkommt in die Mannschaft. Ja, danke schön. Okay, Kofi, du weißt, auf diesen Moment haben wir uns alle jahrelang vorbereitet und ich wünsche dir nur das Beste. Ich hoffe, dass du zeigen kannst, was für ein Potenzial in dir steckt und dass du wirklich Gottes Plan erfüllst und dass wir alle zusammen nach Russland fahren, weil ich noch nie in Russland war.